Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde. Ja, mein Name ist Dennis und ich möchte euch heute von Rammstein Weidmannsheil Intens vorstellen. Bevor wieder irgendwelche Leute gleich wieder schreiben, was halte ich von der ganzen Story etc. Ihr wisst ja, ich bin ein langjähriger Rammstein-Fan seit 94, seit Wilder Wein. Da kannte Rammstein fast noch überhaupt keiner. Also Fan der ersten Stunde, und ich werde mich nicht zu den ganzen Stories äußern, weil das steht mir nicht zu. Ich war nicht dabei und so weiter und so fort. Ich bin natürlich kein Befürworter, was da passiert ist und so weiter und so fort. Falls das überhaupt stimmt, etc. pp. Wie gesagt, ich kann da nichts zu sagen. Ich finde das nur als Fan natürlich alles nicht schön, was dort passiert. Also, ne, was die ganze Story und da muss man aufpassen, deswegen werde ich da nichts zu sagen. Ich präsentiere euch nur den Duft. Ich kann aber auch eins sagen, dass Rammstein nicht nur Till Lindemann ist. So. Und das solltet ihr da draußen nicht vergessen. Und wir müssen alle abwarten, alle Fans müssen abwarten und so weiter und so fort. Fakt ist, ich möchte diesen Duft vorstellen. Der ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Ob das die richtige Zeit ist, auch das überlasse ich euch und anderen und so weiter und so fort. Ich habe alle Düfte von Rammstein und natürlich jetzt auch Weidmannsheil. So, Intens. Den möchte ich euch jetzt vorstellen. So schaut er aus. Ich nehme den gleich mal raus. Hier so ein Bild. Das ist natürlich dann auch wieder, ne, in der aktuellen Zeit. Aber wie gesagt, lassen wir so stehen. So, das ist der Flakon. Das ist Plastik, ne? Das hätte man nicht, anders machen müssen, weil der andere war auch Plastik. Und warum noch mit Metall und so weiter? Hätte man vielleicht, vielleicht hätte man was machen können, aber lassen wir es so stehen. Auf jeden Fall ist das Plastik und ja, Weidmannsheil. Wie schon der erste, so sieht auch der zweite Deckel beim Flakon aus. Leichtes Milchglas und so weiter und so fort. Der Duft kostet 49 Euro. Ich finde das langsam ein bisschen too much, muss ich sagen. Weil wir waren mal bei 29 ganz am Anfang bei Kokain bei dem Duft. Und jetzt haben wir 49 Euro. Ich kann hoffen, dass es nicht teurer wird, weil dann sind wir bald bei Preisen. Also das sind für mich dann bald keine Drogeriepreise mehr, ehrlich gesagt. Da stehen ja einige. Es geht mir nicht darum, ob da Job, Om steht oder was weiß ich, was für eine großen Namen, die dann da ein bisschen teurer sind. Das ist was anderes. Aber das sind VIP-Düfte, wie ich immer so schön sage, Promi-Düfte. Und dann ist irgendwo mal Schluss. Es sei denn, sie bringen so einen Duft raus, der bei Douglas etc. pp. Verkauft wird. Das ist was anderes. Aber in Drogeriemärkten ist irgendwann bei 50 Euro auch mal gut. So, egal ob ich Rammstein-Fan bin oder nicht. So, ich kann vorweg sagen, dass dieser Duft definitiv ein Männerduft ist. So, ich habe ihn natürlich dort getestet, aufgesprüht und eine ganze Weile getestet. Und das ist ein sogenannter richtiger Männerduft. So, das muss man wissen. Ihr merkt, ich sprühe den übrigens im Flakon das erste Mal. Ja, das hat viermal gedauert, bis was rausgekommen ist. Und ja, es ist ein Waldduft, ein leicht seifiger Duft. Ja, seifig, moosig, Wald. Nicht Waldschrat, aber waldig. Und ja, so leichtes Oldschool-Feeling habt ihr auch aus den 90ern, so 80er, 90er. Nicht Opa, Oma, so nicht, aber dieses den leicht Rasierwasser-Style habt ihr auch am Start. Gefällt mir wirklich gut. Ihr habt Weihrauch, Jasmin. Und ja, Jasmin so ein bisschen in Background, Weihrauch nämlich definitiv war. Und wie gesagt, ich habe aber was Seifiges, obwohl ich glaube noch Yang in der Kopfnote ist. So heißt es, glaube ich, ne? Und das hatte ich gelesen, bin ich der Meinung. Und aber das, also ich nehme wirklich was Musiges war. Und wie gesagt, diesen 80er-Touch. Pfeffer kommt auch dazu. Pfeffer, das ist auch der Punkt. Pfeffer, ja, hat so ein, ja, ich finde auch, wenn, kommt drauf an, wie viel Pfeffer drin ist. Weihrauch, Pfeffer, dann habt ihr so einen kleinen Touch, wie aus den, wie gesagt, 80er, 90er. Das kommt, ehrlich gesagt, sehr gut.
Dann habt ihr so einen Tannenbaumbalsam, glaube ich, drin. Und das macht es eben, ja, da kommt der Waldschrat, da haben wir es doch wieder zum Vorschein. Also es ist ein grüner, könnte man auch sagen, leicht grün, weihrauchartiger, pfeffriger Duft, der wirklich gut ist. Aber ich habe gesehen, dass er auf, ich glaube, auf Parfum hatte eine 5,2. Nun ist die Frage, ob das wirklich, da kommen wir jetzt wieder dazu, ob der jetzt so schlecht bewertet worden ist, weil ich glaube, der ist am schlechtesten bewertet. Ich gehe stark davon aus, dass es Nummer 2 sein wird. Und zwar erstens, der Duft, glaube ich nicht, dass er bewertet worden ist, weil sie den so schlecht finden, sondern eher wegen Till Lindemann, ne, und der Geschichte. So, das finde ich dann wieder, das ist das, was ich meine. Ein bisschen schade, aber das ist ja normal in Deutschland. Dieses Zwischending gibt es hier nicht und es wird, man wird gleich ja, irgendwie verurteilt. Das finde ich nicht so gut, weil es geht hier um den Duft, nicht um die Person. Und ich sage nochmal an eingangs hier am Anfang des Videos, SG Rammstein ist nicht nur Till Lindemann. So, das darf man nicht vergessen. So, der Duft, ich finde ihn wirklich gut. Ich persönlich habe jetzt, ich habe ja alle, ich habe den normalen zu Hause, ich habe den jetzt, ihr seht ja, ich bin immer noch, wir sind immer noch in unserer Wohnung auf Sylt. Ich habe den jetzt nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt, wirklich, weil ich habe so viel Düfte und die Rammstein-Düfte ist natürlich für mich auch so ein Sammler-Effekt als Fan. Und soweit ich ihn im Kopf habe, noch ein bisschen, ich fand den ersten schon gut, der hat was, ne? Aber ich bin der Überzeugung, dass ich den Intense besser finde. So, wirklich besser finde, weil einfach dieses wirklich, es ist ein Männerduft, ein grüner, moosiger Männerduft, pfeffrig, Weihrauch und wie gesagt, einen leichten 80er, 90er Touch. Das gefällt mir wirklich gut. Also ihr solltet den Weidmannsheil auf jeden Fall mal testen, wenn ihr an einer Drogerie vorbeikommt und ja, macht das mal. Und ich finde das gut, dass die Drogerien den auf jeden Fall weiter annehmen, verkaufen, bis dato. Und ja, so sollten wir es stehen lassen. Wie gesagt, das gehört hier nicht rein. Es geht einschließlich um diesen Duft, Weidmannsheil Intense. Und ja, mache ich mal kurz richtig rum hier, bevor ich noch mal kurz zeige. Und ja, den solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Aber alle Rammstein-Fans oder die so und so schon alle Düfte haben, werden das schon gemacht haben. Oder haben, viele warten natürlich auf mein Review, weil ich alle vorstelle. Also wie gesagt, ich finde wirklich gut. Das ist keine 5,0 oder 5,2 Punkt. So, ja, Weidmannsheil von Rammstein, Intense. Das Intense von Weidmannsheil ist am Start. Schreibt mal runter, falls ihr es kennt, was ihr davon haltet und so weiter und so fort. Und hier irgendwas anderes runterzuschreiben, was in diese Richtung geht und so weiter, werde ich weghauen. Gleich vorweg, das sage ich jetzt, weil ich diskutiere, ich meine, ich muss das nicht meinen eingefleischten Followern sagen, aber es geht hier um diesen Duft, ganz einfach. So, eure Meinung könnt ihr für euch behalten, wenn irgendein Schwachsinn kommt oder wenn ihr nur eine Richtung denkt. Erstmal, solange das alles so ist, kann keiner was sagen. So, weil keiner dabei war. So, Punkt, ganz einfach. Und deswegen ist das, es ist schlimm genug, sagen wir mal so. So, und wir werden sehen, was kommt. Nochmal, es geht um diesen Duft und um nichts anderes. Also Leute, haut rein. Und bis zum nächsten Mal.